Hier ist Karin. Karin ist 50. Guten Morgen, Karin. Hallo Domian, hier ist Karin. Großes Lob an deine Sendung. Ich bin großer Fan. Dankeschön. Von deiner Sendung. Das freut mich sehr. Und ich bin sehr aufgeregt, endlich mal mit dir zu sprechen. Über was reden wir denn überhaupt? Ich bin erkrankt und habe Lipödem. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind, im Volksmund sagt man Elefantenbeine. Korrekt. Ne? Also ganz, sehr, sehr dicke Beine einfach. Dicke Beine und sehr schmerzhaft und auch Berührungsschmerz. Berührungsschmerz heißt was? Also es gibt von dieser Krankheit Stadion 1, 2 und 3 und bei mir ist so zwischen 2 und 3 und Berührungsschmerz heißt, also ich habe zum Beispiel einen kleinen Hund, der wiegt 2,5-3 Kilo, wenn der über meine Beine zum Beispiel läuft, ja, dann tut das tierisch weh. Ach. Und das ist ein Merkmal auch dieser Erkrankung? Ja. Je schlimmer das Stadion ist, also wenn du eben halt so zwischen 2 und 3 bist, dann wird das nachher immer schlimmer, auch mit diesem Berührungsschmerz. Mhm. Und du musst auch Kompressionskleidung tragen, Strümpfe, Hosen, so, und kannst du dir vorstellen, das ist sehr fest und dadurch tut alles sehr weh und du kannst das auch nicht so lange dann tragen und Ich höre gerade, dass du hast uns ein Foto sogar geschickt. Wenn du nicht möchtest, zeigen wir es nicht. Doch. Können wir machen. Es sieht halt auch schlimm aus. Ah ja, ich sehe es jetzt. Und kann es vielleicht für die Radiozuhörer beschreiben. Es sind wirklich sehr dicke Oberschenkel. Auch so wellig sieht das Fleisch aus. Und die Kniekehlen sind so nach innen gewölbt. Was macht die Beine denn so? Kannst du das erklären? Was passiert da in deinem Körper? Warum sind die Beine so dick und wellig? Also es ist eine Fettverteilungsstörung. Eine Fettverteilungsstörung? Das heißt, ja, also da ist kein Wasser drin, sondern das ist Fett. Genau, Wasser und Fett. Wenn dich jetzt ein Normalbürger sieht, dann würde er sagen, du, dann ess mal ein bisschen weniger und mach mal ein bisschen Sport. Du kannst noch so viel Sport machen, du kannst noch so viel Diäten machen oder Ernährungsumstellung. Es tut sich nichts. Das ist eben das Schlimme an dieser Krankheit. Bezieht sich diese Fettverteilungsstörung denn ausschließlich auf die Beine? Ich habe sie auch in den Armen, aber da ist es nicht so schlimm. Die Beine sind schon schlimmer betroffen. Ja, und so im Rumpf, oben, Bauch, Brustbereich? Auch. Also ich sehe so ein bisschen aus, so wie aufgeblasen so. Wie lange ist das schon so? Du bist jetzt 50 Jahre. Seit wann hast du das? 8 Jahre ungefähr. Wie fing das an? Es fing halt mit den Beinen an und war am Anfang irgendwie auch nicht schlimm. Und es wurde jetzt immer schlimmer. Und das Schlimme ist eben, dass ich ein OP brauche und meine Krankenkasse diesen OP nicht zahlt, obwohl ich eine Krankheit habe und Schmerzen habe. Ach so, und darüber bin ich sehr deprimiert und verzweifelt. Zunächst nochmal die medizinische Frage. Man kann das operieren? Ja. Wie operiert man die Beine dann? Was macht man da? Es findet eine Liposuktion statt. Das heißt, die Beine werden einmal außen und einmal innen abgesaugt. Also es ist kein Schönheits-OP, weil, wie gesagt, es sind Schmerzen da und wenn dieses Fett praktisch weggesaugt wird... Dann schrumpfen die Beine wieder zu einem Normalmaß zusammen oder fast Normalmaß. Normal würde ich nicht sagen, aber wenn das von einem Spezialisten, der wirklich gut ist, das gemacht wird, bist du danach beschwerdefrei, musst aber danach auch noch dementsprechend Nachsorge machen. Besteht denn die Gefahr, dass sich das dann wieder entwickelt im Laufe der nächsten Jahre? Nein. Wenn es einmal weg ist, ist es weg. Ja. Und das ist das Problem, warum die Krankenkasse das nicht zahlt, weil die Krankenkasse sagt, es gibt keine erfolgreichen Studien in Deutschland. Ich denke mal, die Krankheit ist einfach zu neu. Und die Kosten. Aber die kennt man doch schon lange, diese Erkrankung. Ja, aber die Krankenkasse sagt eben halt, ich bin auch im Sozialverband und der Sozialverband, meint jetzt, man müsste die Krankenkasse verklagen, aber das bringt wohl alles nicht viel. Abgesehen davon, dass es für dich sehr beschwerlich ist, dass es auch nicht schön aussieht, hätte es körperliche Folgeschäden, wären die zu vermuten, wenn du es nicht machen lassen würdest? Irgendwann kann ich nicht mehr laufen. Ich laufe jetzt schon zum Teil am Gehwagen, obwohl ich noch so jung bin und das wird immer schlimmer. Irgendwann kann man denn gar nicht mehr laufen. Das heißt, wir haben es ja gerade schon gesehen, aber die werden dann unter Umständen nochmal, legen die zu, die Beine. So, jetzt aber nochmal, das verstehe ich jetzt nicht. Diese Erkrankung gibt es nun doch ewig schon. Ich kenne die Erkrankung schon immer. Warum? Wie begründet die Krankenkasse das?
ja, dass es eben keine erfolgreichen Studien gibt, die das belegen, dass wenn diese Liposuktion eben bezahlt wird, dass du danach beschwerdefrei bist. Daran glauben die nicht. Okay, aber das wird dein Arzt dir doch sagen können, ob es da Studien gibt und Belege und wissenschaftliche Forschung. Natürlich, ich bin bei einem ich komme aus dem hohen Norden. Mhm. Ich fahre runter nach Köln im Mai, werde operiert. Ich bekomme das Geld von meinen Eltern, weil ich selber kann es nicht aufbringen. Und wie gesagt, es sind 20.000 Euro. 20.000 Euro kostet das? Ja. Boah. Ja. Wie machen die das denn? Schneiden die oder gehen die mit so Röhrchen in das Bein genau, rein? Genau. Mit Röhrchen? Ja, genau. Also die machen keine großen Schnitte längs der Beine? Nein, nein. Und das kostet 20.000 Euro, das ist ja Wahnsinn. Also Beine und Arme und dann eben mit Nachsorge. Danach muss noch eine Nachsorge stattfinden, mhm, und das übernimmt die Krankenkasse auch nicht. Irgendwie, wenn nur zur Hälfte. So, die Argumentation ist, es gibt keine Studien, ob das dauerhaft wirkungsvoll ist. Ist es richtig? Genau, es gibt keine Studien, die belegen, dass wenn die Krankenkasse das bezahlen würde, dass es eben halt für immer weg ist und ja, dass mir damit geholfen ist. Daran und, glauben. Und dein Arzt, dein Chirurg, was sagt der? Es gibt Studien? Ja, ja. Ja, aber dann kann die Krankenkasse ja nicht sagen, es gibt keine Studien, wenn es Studien gibt. Ja, aber die sind wohl nicht belegbar, ich weiß es nicht. Oder also, die sind nicht seriös genug für die oder irgend sowas. Ja, ja, genau. Hast du dich mit anderen Betroffenen mal ausgetauscht, die das schon haben machen lassen? Es ist schwer, an jemanden ranzukommen, der das hat schon machen lassen. Also das ist schwierig. Ach so, also ich gehe zweimal die Woche zur Lymphdrainage, damit ich ein wenig Entlastung habe. Ich habe nach wie vor Schmerzen und rede da dann auch mit meinem Therapeuten. Und ja, da sind ja auch Leute, die sich da Lymphdrainage holen, und erkennt da auch niemand, der das hat schon machen lassen. Also das heißt, diese, ich nenne sie mal chirurgische Methode, ist noch gar nicht so lange en vogue auf dem Markt. Also für Schönheits-OP ja. Das kann man ja jederzeit machen. Aber es geht ja hier um ein Krankheitsbild. Mhm. Und da sagt die Krankenkasse eben halt, nur bezahlen wir nicht. Okay, das habe ich schon verstanden. Aber ich möchte jetzt wissen, ob man bei dieser Erkrankung das chirurgisch schon oft in Deutschland durchgeführt hat. Egal, wer das nur bezahlt. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich eben halt in Köln bei einem Spezialisten bin. Und bei dem möchte ich das gerne machen lassen. Mhm. Nächstes Jahr im Mai. Mhm. Und ich habe da auch sehr großes Vertrauen. Ja. Also, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber ich finde, man sollte immer auch etwas ausprobieren, wenn es vielleicht auch eine neue Methode ist, weil die Alternative ist, du wirst immer mehr krank, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast jetzt schon große Schmerzen und irgendwann kannst du gar nicht mehr. Mein ganzer Alltag ist davon. Ja, getroffen. Und die ganze Lebensqualität ist hin. Alles. Alles. Und die Chance, wieder relativ normal leben zu können, ist ja Gold wert. Also ich halte normal nicht viel von Operationen, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich kann nichts anderes dagegen machen. Wie lange wirst du da in der Klinik bleiben müssen? Also ich komme ja, wie gesagt, nicht von da. Es sind ja ein paar hundert Kilometer in der Klinik, nur 1-2 Tage. Aber ich muss halt gucken, wie das Ergebnis ist, wie gut es mir geht und ja, vielleicht da noch ein bisschen länger bleiben halt. Ist das denn so eine Besonderheit deiner Krankenkasse? Hast du dich immer erkundigt oder zahlen? Nein, das ist allgemein. Okay. Okay, Krankenkassen hinken ja oft hinter Erneuerungen, wissenschaftlichen Erneuerungen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren möglich sein, aber da hast du jetzt auch nichts von. Nein, und das Schlimme ist ja, ich bekomme jetzt Kompressionskleidung. Ich habe jetzt eine Hose und ein paar Strümpfe, die werden genehmigt. Das kostet 1.000 Euro. Mhm. Ich brauche sowas im Wechsel und brauche alle halbe Jahre neue Kleidung, da sich die Maße verändern. Und das wird bezahlt, ohne weiteres. Ja, aber solche Absurditäten gibt es bei Krankenkassen in Massen, wo man denkt, der gesunde Menschenverstand kommt da einfach nicht mehr mit. Ja. So, du hast das Glück, dass diese fette Summe kann übernehmen deine Eltern. Hallo? Ja. Da piepst es gerade bei dir. Also dieses Geld bezahlen deine Eltern. Ja, zum Glück, ja. Zum Alleine Glück. Kann ich es nicht. Ja. Bist du interessiert daran, mit Frauen vielleicht in Kontakt zu kommen, die das haben machen lassen, also chirurgisch? Gerne. Ja, also biete ich ja gerne an, wenn sich jemand hier angesprochen fühlt, der das schon chirurgisch hat machen lassen. Ja. Gerne bei uns melden, wir reichen es an dich weiter. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen Erfahrungsaustausch machen, wie das so ist danach und wie man sich fühlt und so weiter.
Mensch, Karin, aber also ich beglückwünsche dich erstmal, dass du deine netten Eltern hast, dass die da in die Tasche greifen. Und hoffentlich geht alles gut und hoffentlich wirst du danach dann wieder ein relativ gutes und normales Leben führen können. Ich hoffe. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Ja, super. So, und wenn sich jemand meldet, den Kontakt stellen wir her. Ja, super. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, das gebe ich gern zurück. Aber leider hörst du ja bald auf. Naja, es dauert ja doch alles doch eine ganze Weile. Ja. Liebe Karin, super. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Okay, danke. Ciao. Tschüss.